So, meine lieben Freunde, willkommen zurück bei WoW Retail Version. Ich glaube, dass die Störung des Internets soweit behoben ist. Upload funktioniert auch eigentlich wieder. Keine Ahnung, offiziell soll es ja erst um 3:45 vorbei sein. Mal sehen, ob wir hier nochmal ein paar Störungen haben. Ich hatte jetzt den Morgen über ein paar Mal Disconnects. War immer ärgerlich. Ist das jetzt nicht auch passiert, aber das ist durchaus im Bereich dessen, was passieren kann. Dass wir gleich im schlimmsten Fall rausfliegen und uns dann neu anmelden müssen. Aber das ist dann auch das Worst-Case-Szenario. Weil Worst Case wäre, wenn wir auch nicht mehr uns einloggen könnten, aber das funktioniert normalerweise immer relativ zügig. Der Dreizack von Nazian. 500 Jahre ist es her, seit Ashara ihm die Tiefen des Gewässers unter uns zum Kerker machte. Doch nun trachten die Barbaren danach, das Werk unserer Königin zunichte zu machen. Sie haben unsere Stadt erobert und damit begonnen, meine Brüder ihrem dunklen Zorn zu opfern, ihrem dunklen Gott zu opfern. Als alle Naga schon geopfert waren, da griffen sie nach den Tuska. Ihre Geister werden keine Ruhe finden. Ich werde euch helfen, denn für mich wäre es, als trinke ich mit einem großen Schluck, um meinem Durst nach Rache zu stillen. Ihr Anführer Ragnar hält sich im Nordosten des Gebietes der Peitschennarbe auf. Er nennt einen goldenen Dreizack sein eigen, bringt ihn mir. Schwimmgeschwindigkeit um 60% erhöht. Ist ganz brauchbar, wenn man sich vorstellt, dass man ja eigentlich keinen Flugmount hat, sondern hier einmal komplett rüber muss. Ich sehe jetzt nicht, dass der einen Dreizack hat. Auf jeden Fall kämpft er nicht mit einem. So, jetzt mal hässlich in Keule. Dreizack haben wir dennoch bekommen. Aber normalerweise muss man halt hier irgendwie hochschwimmen, dann hier hochklettern und dann einmal die komplette Treppe hier frei kämpfen. Aber wir haben ja einen Flugmount. Das heißt, wir kommen da einfacher hin. Der Abgesandte Raj Nazian war der Imperator der Peitschennarbe. Als Leviroth eingekerkert wurde, Ashara selbst segnete seinen Dreizack, sodass er die Bestie töten würde, sollte sie jemals entkommen. Nun tragt ihr ihn, Tauren, so sehr es mich anwidert, doch ich werde meine Rache an diesen barbarischen Riesenmännern haben. Nehmt den Dreizack und begebt euch nördlich den Ruinen der Peitschennarbe in die Tiefen. Leviroth befindet sich unterhalb des Eisberges, der den Ruinen am nächsten ist. Streckt ihn nieder und treibt den Dreizack tief in sein Fleisch. Kehrt anschließend zu dem, der euch ausgesandt hat, zurück. Ich möchte euch nicht wiedersehen. Ja, ist halt eine Naga-Schamanin. Die mag mich nicht besonders. Das ist der Eisberg. Und da unten ist Leviroth. Ich bin außer Reichweite. Ich muss näher ran. Oh, wir müssen sogar noch mal ein bisschen fighten hier. Zuerst etwas anderes.
Er muss schlummern. Boah, der hat viel Leben, ne? Ist das eventuell eine Gruppenquest? Er hält viel aus. Vielleicht haben sie das hier noch nicht angepasst. Das halte ich für am wahrscheinlichsten. Junge, Junge, Junge. Wir haben jetzt ja keine schlechten Waffen, ne? Der Kerl, der hat mich fast fertig gemacht. Gute Güte. Scrapner, na ja. Tempo brauche ich einfach nicht. Gut, abgeschlossen. Dann machen wir jetzt hier weiter. Hier ist noch eine Mine. Mit dem Zirkel des Szenarios, oder wie er auch immer heißt. Ich weiß gerade gar nicht, ob es der Zirkel ist. Baladash Malanore. Wow. Unsere Feinde werden fallen. Die wundersamen Blutspuren. Wir sind Zeugen von etwas Außergewöhnlichem Tauchen. Ein paar Schritt weiter entfernt von uns existiert ein ganzes Ökosystem, das noch nicht entdeckt wurde. Ich vermute, dass die Blutspurenpflanze die Natur hier zum Sprießen bringt. Ich habe ein wenig Blütenstaub der nahegelegenen männlichen Blutspurenpflanze gesammelt, doch zur Bestäubung fehlen mir noch die weiblichen Rezeptoren. Besorgt mir einen Scheffel der Blutspurenkarpelle. Ihr könnt sie in der Nähe der größeren Pflanzen finden, die uns umgeben. Nehmt euch jedoch vor ihren Wächtern in Acht. Die Kobolde werden sie nicht ohne weiteres aufgeben. Der Tag der Abrechnung wird kommen. Was war mit dem hier? Ungeziefer vertilgen. Hättet ihr vielleicht Interesse, mir dabei zu helfen, diese Felder zu säubern? Sie sind mit dreckigen, kleinen Rattenmenschen übersät. Kobolde, Schneekobolde oder wie auch immer ihr sie nennen wollt. Sie sind über den ganzen verdammten Ort verstreut. Der Gestank alleine ist die reinste Hölle. Kümmert euch für mich um das Ungeziefer und ich werde dafür sorgen, dass es sich für euch lohnt. Für die Horde. Gut, warum nicht, ne? Weil man steigt schon sehr, sehr schnell auf. Aber gut, das ist ja auch gewollt. Ich weiß, dass man momentan von 50 auf 51 so um die 200.000 Erfahrungspunkte braucht. Und man für die Quest um die 4.000, 5.000 Erfahrungspunkte bekommt. Ich habe mal 6.000, je nachdem. Und, ihr seht ja selber, wir brauchen hier nur 60.000 Erfahrungspunkte und kriegen für eine Quest teilweise 6.000, 7.000 EP. Außer Reichweite. Also nahezu genauso viel wie auf dem aktuellen Level. Nix Sporen anfassen.
Wir haben halt auch nicht besonders viel drauf, ne? Also mit meinen Auto-Hits alleine, ne? So, wie kommt da nicht bei rum? Also wir werden hier in Nordend auf jeden Fall Level 50 werden. Und dann ist die Frage, ob ich erstmal wechsle. Ich denke, ich würde dann erstmal wechseln in das nächste Gebiet, in das Add-on-Gebiet und würde dann erstmal das aktuelle Add-on durchspielen von den Levelgebieten und danach dann zurückkehren, wo ich hier weitergemacht habe. Wobei natürlich, hier kannst du nur bis Level 60 leveln, ne? Bis 50. Ja, das ist dann ungünstig. Ich möchte ja hier nicht als Level 60er hier durchrattern. Wobei, warum eigentlich nicht? Ist jetzt auch nicht, was dagegen spricht. Ich werde euch dann nochmal abstimmen lassen. Wenn es denn soweit kommt. Ich kann es jetzt auch gerade schlecht einschätzen, wie lange wir brauchen bis Level 50. Aber wenn man vergleicht, wie lange wir jetzt gebraucht haben bis Level 37, ne, so lange war das nicht. Oh, das ist ja jetzt ein Tier. Psychose. Eigentlich sind das ja Blümchen hier, ne? Da müsste ich eigentlich auf meinem Schredder drauf bleiben können, aber tue ich nicht. Also, sie werden halt auch nicht angezeigt hier durch meine. Weil, nee, ich habe ja gar keine Kräutern. Was hat das damit zu tun? Vielleicht, wenn man Kräutern hat, vielleicht kann man sie dann einfach so looten, während man noch auf dem Mond sitzt, aber jedenfalls mit dem Schredder. Das ist eine nervige Ability, sage ich euch. Das ist richtig nervig. Danke. Ich bin außer Reichweite. Dann mal so ein Blutspurenfeuer-Teufel. Liebe Leute, dann würde ich mal sagen, ich beende den Part auch an dieser Stelle und wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Guck mal, das da hinten sind Nordlichter. Sehr schön. Ist mir so auch noch nie aufgefallen. Ja, liebe Leute, wir hören uns bei der nächsten Folge wieder, also übermorgen. Und dann machen wir hier weiter mit WoW Retail Version. Könnt euch ja schon mal durch den Kopf gehen lassen, was ihr dazu meint. Ob wir mit Level 50 einfach ins neue Gebiet gehen, ins neue Add-on Shadowlands und da erstmal weitermachen, was auch einfach neuer für die meisten ist. Oder ob wir weiter bei den klassischen Gebieten bleiben und dann im Zweifel erst mit dem neuen Add-on anfangen, wenn das nächste Add-on rauskommt. Also, ja, da kann man durchaus diskutieren. Wir hören uns bis übermorgen. Ciao.